Wir freuen uns, Teil der begeisternden Möbelmarke Paul Lindberg zu sein. Unser Anspruch ist es, bezahlbare und hochwertige Designermöbel anbieten zu können, die in Deutschland bzw. in Europa gefertigt werden. Und im folgenden Film zeigen wir Nina. Nina ist die Chefin von einer Möbelmanufaktur hier aus Baden-Württemberg, einer Polsterei, und sie wird uns erzählen, was ihr wichtig ist beim hochwertigen Polstermöbel. Meiner Meinung nach gibt es drei Ansprüche, die ein hochwertiges Möbel erfüllen muss. Nummer eins ist der Komfort. Ich möchte da drin bequem sitzen und mich wohlfühlen. Die Nummer zwei ist das Design. Ich möchte, dass es schön aussieht, dass es sich seiner Umgebung gut einfügt und eben einfach schick ist. Und die Nummer drei ist die Langlebigkeit, denn wenn ich ein hochwertiges Möbelstück kaufe, dann erwarte ich auch, dass es noch in 10 bis 20 Jahren gut aussieht und eben sich gut darin sitzen lässt. Und jetzt möchte ich euch einige Kriterien aufzeigen, die ein schönes Polstermöbel ausmachen. Entscheidend für ein hochwertiges Polstermöbel sind die verwendeten Materialien, beispielsweise Leder, Holz und Metall. Beim Leder ist es besonders wichtig, dass es eben durchgefärbtes Leder ist. Es hat eine viel bessere Qualität, ist langlebiger und hat auch eine bessere Haptik. Also wenn ich das anfasse, fühlt es sich auch viel weicher an. Wir legen hier sehr viel Wert darauf, dass das Leder aus der Region kommt. Beim Holz ist es besonders wichtig, dass man darauf achtet, Massivholz zu verwenden, das eben nur geölt wird, nicht lackiert oder ähnliches, sodass es eben noch sehr natürlich aussieht. Man kann dann auch sehr leicht, wenn man mal einen Kratzer hat, es eben einfach entfernen. Und natürlich sieht es auch super aus. Für den Außenbereich beispielsweise würde ich immer Edelstahl verwenden, weil das eben sehr wetterrobust ist. Für den Innenbereich kann ich aber auch einen normalen Stahl verwenden und den dann schön Pulver beschichten. Und die Farbe passt dann auch wiederum zum Beispiel zum Möbel, zur Wand oder zum Boden, wie auch immer. Da kann man sich dann die Farbe einfach auswählen. Bei der Qualität von dem Polstermöbel ist natürlich auch enorm wichtig, wie die Verarbeitung abläuft. Diese muss eben sehr hochwertig dann auch sein. Bei uns wird beispielsweise im Zuschnitt darauf geachtet, dass keine Narben oder Warzen von den Lederhäuten mitverwendet werden. Die werden dann einfach nicht in diese Zuschnitte mit reingeschnitten. Dann wird eben sehr sauber genäht, sehr akkurat und präzise, und dann kann der Polsterer daraus auch am Ende ein schönes Polstermöbel machen. Auch beim Schaum muss man darauf achten, dass man eben zwar einen guten Sitzkomfort bekommt, aber dass dieses Material dann auch nicht nach 3 Jahren schon durchgesessen ist, sondern eben auch seine 10, 20 Jahre gut halten kann. Da man die Qualität von dem Möbelstück nicht immer nur von außen erkennen kann, würde ich euch immer empfehlen, fragt einfach nach, sodass ihr auch sehr lange was davon habt.